Ja, ich habe nachgeguckt. Und auch hier ist es im Grunde ganz einfach. Aber ich bin da eben echt nicht drauf gekommen. Gut, er rollt automatisch zurück. Der, der es noch nicht kennt, hat es vielleicht schon entdeckt, den Tipp. Oder andersrum, hört ihr vielleicht einen Tipp für mich gehabt? Und siehe da. Wir sind durch. Zu meiner Verteidigung, ich habe nichts zu sagen. Aber ich gebe zu, ich bin nicht drüber gestolpert. Das ist doch so ein komischer Kopfwurm, oder? Oh, ich muss ganz massiv dagegen steuern. Ich kann nicht nach links. Doch jetzt geht er nach links. Kann ich nicht nach rechts? Oder langsamer? Und er hüpft in den Wassergraben. Bin mir auch sicher, ich kann hier nichts machen. Wahrscheinlich muss das so sein. Gibt dir Brief und Siegel. Ich kann hier nichts machen, oder? Ich kann hier nicht an diesem komischen, verdammten Wurm vorbei. Er hat auch nichts dabei. Kein Stock, keine Schleuder. Ja, so schnell kann ich gar nicht reagieren. Ich meine, das habe ich vorhin auch gesagt, aber hier kann ich wirklich nichts machen. Wahrscheinlich muss ich jetzt so langsam hier lang gehen, damit die Dinger mir das aus dem Kopf ziehen. Ah. Sehr gut. Das ist, warum ich die Natur so liebe. Die hält immer schön alles im Gleichgewicht. Mechanismus. Und da ist irgendeine komische Kröte. Hm.
Ach, wie so ein Laufrad. Hamster wetten? Habe ich hier gerade den Wettergott gespielt? Ah, okay. Das sind so Abschnitte, die sind genau nach meinem Geschmack. Schön einfach. Ah, okay, alles klar. Ich muss erstmal das Holzteil ein Stück zurückholen. Weiß natürlich jetzt nicht, wenn ich Wasser reingelassen habe und hüpfe diesen Holzstamm, ob der dann auch dahin schwimmt oder ob ich von da aus den, also jetzt den fixen Punkt treffen muss und sowohl wieder an diese, ist das Abflussrohr? Ah, okay, nee, da bleibt nämlich auf der Stelle stehen, okay. Was auch mal ich sagen wollte, ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meinte. Okay. Also im Prinzip wird hier alles bedient, was einem die Nackenhaare auferstehen lässt. Dunkel, kalt, düster, kaum Sicht, Regen, alleine. Jede Menge Aufgaben, die ich fantastisch lösen muss. Das ist hier schon fast selbsterklärend. Oder ich lehne mich jetzt wieder extrem weit aus dem Fenster. Weiß ich nicht. Nee, doch, okay. Ich hatte aus irgendeinem triftigen Grund im Kopf, dass ich die Klappe dazu machen muss. Nur als letzter Kern, Sebastian. Ich habe auch so den Wagenverdacht, dass ich mich glatt daran erinnere. Limbo, glaube ich, nicht bis zum Ende durchgespielt habe. Ich weiß es aber wirklich nicht mehr. Ich kann mich nicht dran entsinnen.
Aber das ist auch keine Atmosphäre, an die man sich unbedingt erinnern möchte, oder? Da oben sind natürlich so eine Pizza. Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt doch so, als wenn das Wasser noch aufsteigt. Nein! Nein! Und ich dachte mal eben, ein paar Sekunden Ruhe. Kurz hier unten schauen. Gut, hier kann ich nichts machen. Och nee, ne? Was ist das denn da jetzt? Ach, okay. Nein, 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 komm. Ich habe mich so gefreut, mal ein paar Sekunden Ruhe, entspannen, schön zurücklehnen. Okay. Es ist aber auch eine dreckige Brühe, wenn man das da links mal sieht, überall dieser ganze Schmutz. Ein bisschen Licht. Ein bisschen Wärme. Ich habe gerade das Gefühl der Geborgenheit. Schön. Gucken, was jetzt hier schon wieder los ist. Aha. Das ist wieder für blöde Würmer. Ach nö, nicht nochmal. Was ist das denn? Oh, das war so klar. Er geht nach links, ich kann nichts machen. Komm, geh nach rechts. Und er hüpft runter. Er hüpft da einfach runter. Muss ich... Achso, er pendelt nach links, er pendelt nach rechts. Komm, schneller. Switch.
Das ist doch schon mal gut, oder? Aber... Ich kann nichts machen. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich den da runter schieben kann. Kann ich aber nicht. Jedes Mal! Was ist da los? Was mache ich falsch? Mal gut. Kann ich auch nichts weiter machen. Meine Hoffnung war, dass ich da irgendwie rüberkomme. Den kann ich auch nicht nehmen. Nee, tatsächlich. Ich muss da lang und ich check's gerade nicht. Das sind so Momente, die sind leicht frustrierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut. Ich wollte gerade springen. Er will die ganze Zeit nach links. Ich glaube, das ist schon was extrem langweilig hier für euch. Wenn ich jetzt den einfach mal halte und ziehe, schiebt er trotzdem rüber. Keine Chance, er rennt nach links. Was hast du für ein Problem? Was hat er für ein Problem? Gut. Jetzt habe auch ich es verstanden. Vielen Dank. Ich kann nichts machen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Andi, ich kann das Let's Play nicht hochladen. Das ist, Ja, und wie hast du so deinen Freitag verbracht? Ja, du, ach, weißt du, war schön mit der Familie los, waren einkaufen, wir haben das Wohnzimmer neu gestrichen. Endlich mal meine Großeltern besucht. Ja, und ich habe eigentlich versucht, so in Limbo oder in einer Situation stundenlang den mäßigen Erfolg zu versuchen. Ich habe versucht, ich muss nachgucken. Das tut schon fast weh. Ich habe jetzt nachgesehen und das ist natürlich... Oh Mann. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Keine Worte. Keine Worte. Also wenn ich eins begriffen habe bei Limbo, wenn man die ganze Zeit jetzt hier wartet und nichts macht, dann bedeutet das... Ich habe irgendwas falsch gemacht. Oh. Doch nicht. Und er hüpft rein. Was hat... Okay, Limbo ist ein neuer Kandidat für eines der wenigen Spiele, was mich derartig aggressiv gerade macht, dass ich sagen muss, er rennt rechts rüber. Ja, okay, ich bin jetzt wieder hier bei dieser komischen Sonnenlichtfunzel von oben kommen, Luke rein, ja, Lampengeschichte. Jetzt hüpfe ich hier hoch. Jetzt hüpfe ich da auch nochmal eben hoch. Und dann hüpfe ich jetzt hier lang. So. Zurück. Kann das richtig sein? Was ist das für ein Aufklapp hier? Muss ja so sein, oder? Ich habe leider so einen Preis gerade nicht zur Hand, aber zur Not bastel ich mir ein. Und die Hoffnung, dass hier was ist, aber hier ist nichts. Ich glaube, der Preis wird golden. Goldfarbend.
Ich meine, die heißen nicht umsonst Play Dead, ne? Hotel. Gut. Ich muss da wahrscheinlich rüberhüpfen. Das habe auch ich jetzt verstanden. Ja, genau. Ah, okay. Das ist so geplant gewesen. Hätte mich jetzt sonst eben auch wieder massiv gewundert. Und dann wäre Limbo sogar noch weiter aufgestiegen in dem Spiel. In der Kategorie... Ich habe keine Lust mehr, ich höre erstmal auf. Liebe Playdead-Programmierer, habt ihr Glück gehabt. Oh ja, genau. Das war tief. Geschätzte 12,73 Meter. Das ist ein Glasdach. Ich laufe gerade auf einem Glasdach rum. Ah, okay. Gut. Ich verstehe. Ich wollte eben gerade sagen... Ich wollte eben gerade sagen, das sind völlig beknackte Rätsel. Aber... reinhüpfen. Er hängt sich erstmal an einem Feuerwehrschlauch. Ich werde da... sagen, ich werde gerade der Fallgeschwindigkeit entgegenwirken. Aber ich glaube, das Problem bei dem Spiel ist einfach, ich bin zu sehr relaxed. Ich bin zu sehr relaxed, ich bin zu schreckhaft und mein Xbox-Controller funktioniert nicht. Das hat man natürlich auch kommen sehen. Ja, dass ein Gerüst steht und gleich auf mich fällt. Irgendwelchen Streben. Und hier ist der Pfeil nach oben. War schon mal schön. Was mache ich denn jetzt? Kann ich hier was nehmen? Nee, kann ich nicht. Oh, schon wieder so ein Wurm. Oh, nützt nix. Das nützt nix.
Ich kann drücken, was ich will. Er geht nicht nach rechts. Das ist so gewollt, das ist mir auch klar, aber es ist tierisch nervig. Sag mal, liegt das hier im Kontrast oder? Nee, tatsächlich. Gut, das Licht ist mein Freund. Ich liebe Licht. Es ist nicht nur gesungen von Tür. Es kurbelt auch die Vitamin-D-Bildung an. Und das ist so wichtig für die Lebensprozesse. Geh nicht weiter. Bleib stehen. Geh nicht weiter. Bleib stehen. Obwohl doch, ich müsste ich. Also sie komplett andere Richtung als diese Fallgeschichte eben, Entschuldigung, aber anscheinend ist das hier meine Mission. Immer weiter ins Dunkle, in das Tiefe, in das Nasse, Feuchte, Kalte, unaufhaltsam, immer weiter. Da werde ich jetzt wahrscheinlich nicht drauf springen. Ich kann auch nichts mehr machen. Oder hatte ich darauf rum? Ja! Ja, man sieht's! Aber die Safe-Games sind gut gemacht. Großes Lob. Ich nehme das Lob gleich wieder zurück. Ich habe natürlich gedacht, dass dieser Wurm, wenn mir die Kiste auf den Kopf fällt, das war jetzt echt so geplant. Ich kann nichts machen. Ich muss auf die Kiste und dann über die Säge springen, ich weiß. Und das muss ich auch noch im richtigen Moment machen. Natürlich. Nein, nein, jetzt sag nicht, er springt. Nein, komm, nein, nein. Ich glaube, ich bringe leichte Silbernuancen in diesen Pokal. Jetzt habe ich das gerade geschafft. Dann muss ich da hochhüpfen, damit die... Ich überlege gerade ernsthaft, wenn ich das Bild fertig mache, als Vorschau für Limbo Let's Play, ob ich da ein übelst aggressives... Gesicht nehme. Aber faszinierend ist, wenn man diese Mission so geschafft hat, so bis hier, dann ist irgendwie alles wieder cool. Ich glaube, dass Limbo von irgendwelchen Psychologen programmiert worden ist. Und da sind sie bei mir genau an der richtigen Adresse. Jetzt komm. Ja, du zeigst mir nochmal, wie ich da zersehe. Oh, guter Safe-Punkt. Wie knapp auch.
Also wenn ich regelmäßig versuche, auf meinem Stuhl meine Sitzposition zu ändern, muss ich euch ganz ehrlich sagen, das Spiel fordert mich. Eine Mission. Ich habe die Mission, in den nächsten 5 Minuten nicht noch einmal zu sterben. Und da ich an mich glaube und ein sehr positiv denkender Mensch bin. Scheiße! Oh, das darf ich nicht sagen. Das kommt nicht gut. Das ist nicht sehr vorbildlich. Och, komm, Mann. So viel zu dem Thema, Andi. Mal eben ein kleines Let's Play machen. Mal eben ganz entspannt nochmal gediegene Runde zum Wochenende spielen. Einfach mal dieses Hobby genießen. Ja, abzuschalten vom Alltagsstress. Vielleicht muss ich auch gar nicht so weit laufen hier, aber... So, in den nächsten 5 Minuten. Oh Mann, ey. Ich habe so viel in meinem Leben erreicht. Aber Limbo hat mich fertig gemacht. Komme ich jetzt hier hoch? Nein. Oh. Hier noch sein. Sieht wieder nach so einem typischen Rätsel aus. Ich breche manchmal ab, wenn ich rede, fällt mir auf, ne? Kann das sein? Wenn ich so konzentriert, ja, ich bin nicht multitasking. Ich kann das immer wiederholen. Es gibt ja so YouTuber, die zum Beispiel ganz speziell bei Call of Duty gibt es ja so eine Experten, die extrem schnell das spielen und alles wegmetzeln, was geht. Und dann reden die noch so nebenbei. Ja, und am Wochenende, da habe ich dann hier mit meinem Kumpel und so, wo ich immer so denke, so... Ja, auf jeden Fall gehöre ich nicht zu dieser Kategorie. Das hat man wahrscheinlich auch schon gemerkt. Aber ich hatte auch nie so ein schweres Spiel wie Limbo. Ich wünschte, ich wäre in der Lage, ich könnte sagen, anstatt Limbo zu spielen, fahre ich lieber ein Lambo. Ich glaube, die Zeit der Diesel und Benziner ist sowieso nur noch befristet.
Jetzt muss ich wahrscheinlich dieses komische Teil hier rüberziehen, während ich ihn hier betätige. Ja. Aha. Das sind nochmal Rätsel nach meinem Geschmack. Ja, das ist nachvollziehbar. Da gibt es keine Überraschungsmomente. Er hat noch Spaß, indem er dann ein bisschen rumjongliert am Seil. Sehr schön. Und, jetzt los hier. Jetzt los. Ha. Das würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn ich jetzt genau den Moment auch noch abpassen müsste. Weil ich hier, ich meine, gut, wir haben gesehen, wie hoch er runterspringen kann. Das hat er wenigstens drauf, der Experte. Trotzdem nochmal hin. Och nö. Ja, das ist wieder so ein Moment. Da muss ich wieder relativ zügig sein. Ja, er zersäbelt mich auch komplett. Git, das ist ekelhaft, ey. Ich muss den zuerst. Ah, okay. Ich muss den zuerst und dann muss ich rüberhüpfen, um den anderen zu aktivieren. Leute. Das ist, finde ich, aber jetzt irgendwie. Und dann muss ich wahrscheinlich auch noch so abpassen, weil die Säge zurückläuft. Kann das sein? Ich habe gesagt, für die, die Mundsprache, die Lippen lesen können. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Wann läuft er schneller? Das geht mir einen richtig auf die Mütze. Das kann man nicht machen. Wie zum Geier soll man das schaffen? Ja? Kann mir das mal einer erklären? Das sind keine Rätsel nach meinem Geschmack. Finde bei Limbo heraus, welche Optionen gibt es, um dich möglichst schnell zu töten. Ich muss jetzt hier stehen, weil ich kann das nicht abschätzen, wann diese verdammte Säge... Was?
bin jetzt an so einem Moment, wo ich ernsthaft überlege, ob ich das Let's Play nochmal neu aufnehme. Nee, komm zurück hier. Ey, das ist nicht machbar. Es ist nicht machbar. Oh, weg. Ich mache jetzt hier gar nichts. Oder muss ich hier etwa zurück in die Kette? Nee, kann man nicht in die Kette springen oder was? Nee. Ich komme da nicht rüber. Muss ich ernsthaft zurück ans Seil springen? Ach komm. Das ist doch nicht normal. Nie im Leben. Da komme ich nie im Leben hin. Ich schaff's nicht. Ich schaff es nicht. Das ist falsch, das weiß ich auch. Ich hatte jetzt gehofft, dass ich mich da runterhängen kann. Auch langsam wird's langweilig hier. Die ist schon zu schnell.